Weil ich als Sideman, als Drummer und Perkussionist mit vielen anderen Bands arbeiten konnte, hatte ich immer den Wunsch, was Eigenes auch zu machen. Das Trio gibt es ja erst seit jetzt, seit diesem Jahr. Deswegen, technisch gesehen, bin ich bei diesem Trio seit diesem Jahr. Aber es gibt Matras Special, das ist Ramischs Quartett. Und da bin ich seit 8 Jahren jetzt dabei, seit 2014. Den Ramisch kenne ich seit, ich glaube, 2008 oder 2009. Und da war Ramisch Dozent für Percussion. Es ging nämlich eben um indische Musik. Wenn man eine Band zusammenstellt und seine Mitmusiker aussucht, in diesem Fall hat Ramisch uns ausgesucht, weil er weiß, welchen Klang wir haben, wie wir spielen. Und wenn man dann einander zuhört, ist das eigentlich die Kommunikation. Oft ist das so, ich sitze einfach zu Hause oder in meinem Studio und irgendwas kommt als Idee, eine Figur oder zwei Rhythmen zusammen. Jetzt für die Aufnahme wollte ich mal rein irgendwie diese Handtrommel-Sounds haben, dass das transparent klingt. Diese Trommelsprache, die heißt in Südindien Konakol, ist eigentlich Basis, wenn man bei uns anfängt, Trommel zu lernen. Also es gibt zwei Elemente, wo ich sagen würde, das ist indisch. Vielleicht nicht ganz im traditionellen Sinn, weil das ist doch sehr, sehr viel strenger, das Regelwerk in Indien. Aber so geht in eine indische Richtung. Das eine sind die Tonhöhen, also Ragas. Aber was ich noch viel interessanter finde, sind die Rhythmen und Formen in dieser Musik. Und das macht die Musik unglaublich spannend und vielschichtig und interessant für mich. Ist halt die Situation eben so, man ist in der Regel ein bisschen angespannter, weil man halt weiß so, okay, man macht jetzt 2, 3 Takes vielleicht und einer davon wird es dann und man muss möglichst versuchen, in den 2 oder 3 Takes irgendwie in der Form, wie wir Musik machen, die Stimmung des Stücks zu finden. Man muss seine Parts im besten Fall irgendwie gut spielen. Das ist dann so ein bisschen so ein leichter Nervenkitzel, bei mir zumindest, wenn man im Studio ist. Das Trio heißt Ramisch und das Trio. Einfach. Mag sein, langweilig, aber it is what it is. It is what it is. Quality of boredom. It is what it is.